Wenn ein Verbrechen geschieht, dann geht nichts ohne sie. Und ihre Arbeit wird nicht nur von Kommissaren und Ermittlern am Tatort sehr geschätzt. Sie hat auch einen regelrechten Boom von True-Crime-Formaten ausgelöst. Zuschauer und Hörer fiebern mit, wenn Forensiker vergessene Spuren wieder aufnehmen oder kleinste Details analysieren. Dieses Interesse spiegelt sich auch an deutschen Hochschulen wider. Neue Studiengänge decken nun ein ganzes Spektrum forensischer Forschung ab. Was die Studentinnen und Studenten da lernen und wie sie das auf ihren späteren Beruf vorbereitet, das hat sich Manuel Mehlhorn mittendrin in Mittweida in Sachsen angesehen. Sommerworkshop an der Hochschule Mittweida. Es geht um Kriminalfälle, die die Behörden eigentlich zu den Akten gelegt haben und die die Studierenden der allgemeinen und digitalen Forensik hier noch einmal öffnen. Das heißt, Analyse bis ins kleinste Detail. Mit dabei Ruven Snigula, Konstantin Lohse und Viktoria Herold, alle im vierten Bachelorsemester. Wir warten jetzt darauf, dass der Professor uns die Akten halt gibt und wir dann quasi anfangen können, an den Fällen zu arbeiten. Die Akten sind oft mehrere hundert Seiten stark, gespeichert auf einem USB-Stick. Um welche Fälle es heute geht, erklärt der Forensiker Dirk Labudde. Das sind keine laufende Ermittlung, ja, sondern Fälle, die irgendwo liegen geblieben sind, die, weiß ich, Hinterbliebene noch mal Fragen haben oder eben die momentan eingestellt sind und dann auf eine Wiederöffnung der Akte warten. In dem Fall, den Sie bekommen, geht es um den Tod einer 23-jährigen Frau, die aus der Wohnung eines Bekannten im fünften Stock gefallen ist. War es ein Unfall, ein Suizid oder Fremdverschulden? Unfall, sagte die Staatsanwaltschaft und stellte die Ermittlungen ein. Die Hinterbliebenen haben daran Zweifel. Ihre Vermutung, der Bekannte der Tochter könnte etwas mit dem Unfall zu tun haben. Sie baten Dirk Labudde und seine Studierenden um ihre Einschätzung. Dann möchte ich, dass wir so schnell es geht, ein Personennetzwerk um das Opfer drumherum, ja, also entwickeln. Also A, wen kannte das Opfer? Wer war an diesem Tattag, ja, also mit dem Opfer irgendwie zusammen? Die drei kennen ihren Fall schon aus dem Semester und nehmen die Ermittlungsakte jetzt noch mal ganz genau unter die Lupe, rekonstruieren das Geschehen. Wir haben von dem Tatort einen Grundriss angefertigt. Das ist sozusagen die Wohnung. Fälle lösen in Mittweida. Die drei haben sich wegen der Forensik für die Stadt als Studienort entschieden. Gut 14.000 Einwohner, 6.200 Studierende, davon 400 in ihrem Fach. Dirk Labudde führt uns über den Campus. Hier werden seit 2014 IT-Forensiker ausgebildet. Damals der erste Studiengang Deutschlands, der allgemeine und digitale Forensik miteinander verbindet. Das heißt, Kriminalfälle werden mit Hilfe digitaler Recherchen und Rekonstruktionen aufgearbeitet. Wenn ich einen Tatort betrete, muss ich eigentlich auch, das klingt jetzt ein bisschen poetisch, wenn ich einen Rechner betrete, ja, also genauso vorgehen. Wo sind welche Spuren für was? Wo finde ich Aussagen über den Nutzer? Wo finde ich Aussagen über seine Aktivitäten? Ja, wo finde ich Aussagen über die verwendete Software? Am nächsten Tag präsentieren die Studierenden ihre Hypothesen. Sie haben den Fenstersturz bis ins kleinste Detail rekonstruiert. Mal nochmal die Bewegung nach. Sie saß so, greift so, dreht sich dabei und macht dann das hier. Sie haben auch die Bewegungsprofile aller betroffenen Personen am Tag erstellt. Ganz schlicht mit Hilfe von Google Maps. Und ein digitales Persönlichkeitsprofil der jungen Frau. Ein Beispiel, wo hier digitale Forensik hilfreich war, war halt bei der Handyaufwertung, wo halt viel geguckt werden konnte. Hatte sie vielleicht schon vorher Alkoholprobleme erwähnt? Hat sie Suizidgedanken erwähnt? Das war nicht der Fall. Ein weiteres Puzzlestück für ihr Gesamtbild. Am Ende schließen die Studierenden einen Suizid aus. Ein Fremdverschulden können sie, Stand jetzt, auch nicht nachweisen. Ihr Fazit, es war tatsächlich ein Unfall. Mit dem Resultat, also nennen wir das Ding jetzt auch mal Zwischenresultat, bin ich sehr zufrieden. Also ich denke, die haben die Akte erstmal sehr, sehr gründlich gelesen. Akte also geschlossen? Noch nicht ganz. Die Studierenden wollen im neuen Semester noch ein 3D-Modell vom Tatort erstellen, um auch letzte Unklarheiten in dem Fall zu beseitigen.